Manchmal, liebe Zuschauer, muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen sind einzigartig hier in diesem Stadion. Der Rasen, tipptopp, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlaufe dieser Partie. So hat es die Wetterprognose auch vorhergesagt. Und ein Tor! Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt. Durch ihn. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Da dürfte er sich selbst gewundert haben. Ups, wieso habe ich denn hier mitten im 16-Meter-Raum alle Freiheit der Welt? Bosnien und Herzegowina geht mit diesem Treffer in Führung. Toni Kroos mit dem großen C gerade noch so weggefischt. Deutschland ist direkt wieder im Ballbesitz. Mesut Özil. Er probiert es mal mit dem Heber. Werner holt ihn sich wieder. Er zieht durch. Ein super Tor. Deutschland erzielt den Ausgleich. Also so einfach hat das wirklich selten. Das ist ja so etwas wie der Kollektiv-Blackout in der Hintermannschaft. Der Gegenspieler steht völlig frei und kann den Ball in aller Ruhe genüsslich versenken. Unfassbar. Wir sind auf Remiskurs. Der Ausgleich, ein neuer Stand der Dinge. Und ich bin schon gespannt, wie die beiden Mannschaften, wenn sie sich erstmal auf diese neue Situation eingestellt haben. Per Kopf! Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Bosnien-Herzegowina ist gut aufgerückt. Die Spieler waren da im 16-Meter-Raum. Aber am Ende ist nichts rausgesprungen. Werner. Ab auf die linke Seite. Deutschland schickt seine Außenverteidiger jetzt weit nach vorn, sowohl beim Angriff als auch in der Defensive zum Zustellen der Flügel. Okay, habe ich schon soweit irgendwie verstanden. Also damit wollen sie die Offensive des Gegners erst gar nicht aufkommen lassen. Ganz genau das. Und dafür greifen sie so früh wie möglich an, damit der Gegner gar nicht erst in einen gefährlichen Bereich vordringen und flanken kann. Werner. Draxler. Jonas Hector. Ist körperlich einfach unterlegen. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Džeko. Mats Hummels. 40 Minuten sind vorbei. Lulic macht er sehr gut. Hat auch die längsten Beine in der Fußballwelt. Džeko. Werner. Ja, gar keine Frage. Das war faul. Also Freistoß. Das war enorm wichtig, dass er Dack. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Bosnien und Herzegowina geht in die Kabine nach einer, wie ich finde, ausgeglichenen Halbzeit. 1-1 der Zwischenstand. Hier kann noch alles passieren. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon wieder von der Leine gelassen. Jetzt müssen sie erstmal geduldig weitermachen, müssen an sich glauben. Und wenn sie dann irgendwann feststellen, nach 60 oder 70 Minuten, es könnte eng werden, dann müssen sie die Schlagzahl erhöhen. Denn dann wird natürlich der Druck vielleicht auch von den Rängen größer. Und rüber zur langen Ecke. Timo Werner! Ja, der war wichtig. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. So, nachdem der Ball jetzt ausgegangen ist, wird jetzt wohl gewechselt. Mit der Stirn. Im Nachsetzen.
Ja, schön gehalten. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Draxler hat ja bereits in dieser Partie getroffen. Draxler sucht die Lücke. Hector ist in aussichtsreicher Position. Schon läuft der Gegenangriff. Jerome Boateng. Müller. Kimmich sucht seinen Mitspieler. Müller hat die Kugel und er schießt die Tor für Deutschland. Und damit ist das Comeback perfekt. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi? Werner hat gerochen, wo der Ball hinkommt. Und das, was er dann mit dem Ball anstellt, das ist Extraklasse. Ein schönes Tor. Das ist die Führung. Normalerweise gibt dir eine Führung Sicherheit und normalerweise verunsichert kein Rückstand den Gegner. Hier war es merkwürdigerweise genau andersrum. Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen sie weiter zittern. Jerome Boateng verschafft ihnen wieder etwas Luft. Müller hat bereits ein Tor mustergültig eingeleitet. Das ist Dzeko. Werner. Langer Ball auf den Flügel. Der Ball fliegt gefährlich in die Mitte. Riesenmöglichkeit. Der Schlusspfiff geht im Jubel der Zuschauer hier fast unter. Der Kampfgeist der gegnerischen Mannschaft hat sich hier bezahlt gemacht.